Jo, moin Leute und herzlich willkommen. Wir sind hier bei einem neuen Game, Escape the Underground heißt es. Jo, wieder ein neues Spiel von Desura, was ich mir mal wieder gezogen habe hier. Keine Ahnung, was es ist, wie es ist, wir werden es herausfinden. Escape the Underground, entkomme dem Untergrund. Was ist der Untergrund? Wir werden es herausfinden. Wir starten einfach mal ein neues Spiel. Aber vorher wollte ich irgendwie mal die Controls schauen, aber da ist anscheinend nichts. Gut, gehen wir gleich ins Spiel hinein. New Game. Los geht's. Jetzt in die kleine Vorschau, aber ich glaube, ich kann gerade nichts machen. Aha. Sammelt was. Wird größer. Oh. Und es fällt runter. Cool. Wir skippen einfach mal nicht. Wir schauen uns das Ganze an. Jetzt können wir in der Hell, dann kommen wir in die Factory und dann die Oberworld anscheinend. Aha, Worldwide Deaths. 13.565. Ich glaube, das wird ein lustiges. Sehr lustig. Furry, you need to get out of there. Das ist doch schon mal schön. But there's a large force beneath you trying to kill you. Aha. See if you can move. Press the arrow keys to move you on your keyboard. Okay. I see we've gotten the hang out that. Of that. Now, a very 10 seconds this big guy down below will kill you unless you keep him happy. Was? See that timer at the top? Don't let it go too. You can replenish the time by picking up. The big guy likes to have hell. He will find another giant of us. Also watch out for lava. You can get power-ups for your sight and invisibility. Aha, schön. Use them to your advantage. Okay. Scheiß Lava steckt an, Leute. Wir kommen jetzt schon nicht mehr raus. Das ist Press Arrow Keys, WASD, or Z, also Z, Q, was, das ist für eine Scheißsteuerung, Z, Q, S, D, nee, ehrlich nicht, to start stage. Nein, du sollst nicht runterfallen, Trottel. Nein. Okay, ist auf jeden Fall. Ich habe ja schon ein Game vorgestellt von Desura, das ist so ähnlich. Achso. Was das Spielverhalten angeht. Nein! Heißt War Dome, das andere. Nein, du sollst ins Wasser fallen, Lava. Okay. Ja. So. Geil.
Jump'n'Run hier. Nein. Devs. Toll. Ich kann alle hier unten noch leben. Und ich bin immer tot. Ach ja, aber solche Power-Ups, kann ich die eigentlich auch nutzen? Wäre jetzt eine dumme Frage, aber... Scheiße. Mir wurde ja nicht mal gesagt, wie ich die nutzen kann. Mit der Maus geht das ja auch irgendwie nicht. Du sollst verdammt nochmal nicht runterfallen. Fängt langsam an. Ach nee. Fängt langsam an, mich zu nerven. Aber nur langsam. Du sollst nicht. Ah. Das ist richtig geil gemacht. Also, für jemanden, der sich mal abreagieren muss, ist das Spiel perfekt geeignet, sage ich. Weil es ja einfach mal... Gut, das hat mir jetzt nichts gebracht. Weil es einfach mal so zum Fluchen ist, einfach nur. Lassen über das Spiel, man kann, aber ich werde jetzt hier in die Mitte nicht fliegen, wie ein Verrückter, weil ich das nicht mag. Nee, oder? Oder? Ich musste hier runter. Gut. Scores. Ah, richtig geil. Total. Wird nochmal abgerechnet? Wird doch nochmal abgerechnet. Gut. Schon gefragt. Gut. Weiter geht's. Das war Stage 2. Plus, ja, hier waren wir doch gerade, oder? Ja, waren wir nicht. Okay, hier waren wir nicht. Stage 3. Fein, sag ich. Stage 3. Du musst es natürlich da jetzt reinfallen, ne? Du musst es natürlich... Nein, du gehst jetzt da hoch. So. Scheiße. Ach komm, fickt euch doch alle. Tod war er. Und? Ich werde es glaube ich nicht lange zocken, weil es irgendwie... so im Sterben. Weil es irgendwann... lästig wird, aber ich kann es schon mal als ein... Ich kann, wer jetzt die ganze Zeit fluchen will über das Spiel, der ist ja nicht so richtig willkommen. Oder wer nicht fluchen will, der ist hier nicht willkommen. Aber wer einfach mal sagt, hier zum Spaß, spaßfaktormäßig, soll das hier mal meine Beschäftigung für heute sein. Dann kann man das ja gut nutzen. Komm schon. Und es gibt da so eine bestimmte Sache.
leichte Belohnung kriegt. Durch die Leistung, die man hier bringt. Durch die ganzen Sachen, die man hier schafft. Timer, toll. Da habe ich es wieder verkackt, weil die Zeit abgelaufen war. Gut, aber mir geht es langsam auf den Keks. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, das war's mit dem richtig geilen Game. Erstmal, also ihr könnt die anderen 6 Stages dann noch gern zocken, die es dann noch gibt. Und ich werde jetzt nochmal eins zocken hier und dann... Ist auf jeden Fall empfehlenswert, heißt Escape the Underground. Also für bestimmte, nur für bestimmte Personengruppen ist es empfehlenswert, nicht für alle. Da ist so ein leichten, da ist so ein Charakter hat, wo man so ein Spielcharakter, wo man drüber flucht und so weiter, was halt nicht für jeden geeignet ist. Nicht, dass ich hier dann noch am Ende verantwortlich bin, dass irgendjemand seinen PC geschrottet hat, ne? So meine ich das. Also das war's dann von mir mit Escape the Underground. Bis zum nächsten Mal beim neuen Desura Game.